Hare Krishna, also normalerweise in letzter Zeit mache ich meine Videos mit meinem, wir sagen in Deutsch, Handy, Cellphone. Und da meine ich, sind die Bilder auch besser und auch der Ton ist besser, beziehungsweise der Ton und das Bild sind synchron. Hier mit diesem Computer und dieser Webcam und alles ist das Bild leider mit dem Ton nicht 100% synchron. So, ich entschuldige mich dafür, aber ich lade gerade Videos hoch, deshalb verwende ich das Handy gerade nicht. Aber was ich insgesamt gut finde, wenn man den Ton nicht hätte, ist dieses Mikro. Da ist der Klang eigentlich auch sehr gut. So, man kann, also es geht ja primär um das Gesagte. Aber man kann ja auch einfach dieses Video per ja, runterladen, einfach nur die MP3 und sich das anhören. Die Welt, beziehungsweise wir sind ja im sogenannten Kali Yuga seit 5000 Jahren. Sind wir in diesem kosmischen Zeitalter des Kali, einem sehr materialistischen und verrückten Zeitalter. Wir sind halt so sehr daran gewöhnt, dass uns das nicht mehr auffällt. Aber wenn man von einem idealen und tugendhaften Leben ausgeht, dann kann man schon verstehen, dass wir da momentan sehr, sehr weit davon entfernt sind. Und wir Nachrichten lesen und mal in die Welt hinausschauen, was da teilweise, was da oftmals passiert, welche Probleme wir haben und wie irrational, animalistisch die Menschen teilweise handeln, das ist nicht normal, sagen wir mal so. Man sagt, ah, das ist ja normal. Nee, das ist nicht normal. Das ist dieses Zeitalter des Kali, in dem wir einfach gezwungen sind, so materialistisch zu handeln. Und was da manchmal für Schlagzeilen gibt, was für schockierende Nachrichten das da gibt, wie Menschen ausgebeutet, missbraucht werden, getötet werden, aufgegessen werden teilweise sogar, was für abartige Dinge passieren, das ist nicht normal. Das ist Ausdruck von vollkommenem, ja, atheistischem Animalismus. So, Theismus bringt eine gewisse Gesundheit in den Geist. Heißt nicht, dass jeder, der dann spirituell ist oder theistisch, ja, automatisch ein Heiliger ist. Nein, aber man arbeitet an sich. Man wird besser. Weil das, was wir sind, die Seele ist gut als Teil von Krishna, sind wir vollkommen gut und normal und voller Liebe und voller Wahrheit und Wissen. Und dann weiß man auch, was zu tun, was nicht zu tun, wie verhält man sich. So sieht man das in sehr fortgeschrittenen Weisen und Heiligen und spirituellen Menschen, dass sie auch perfekte Menschen sind oder immer das richtige Verhalten an den Tag legen. So sieht man das an Srila Prabhupada, der nicht nur ein großer Weiser war und wusste über Philosophie, Bescheid und vedisches Wissen, auch seine, er hatte so viel Kultur und gute Eigenschaften, Nächstenliebe, also auch von der, als Mensch war er wirklich ganz beeindruckend. So, wenn man ein spiritueller Mensch wird, dann wird man nicht unmenschlich, ja, oder abartig, also nicht seiner Art entsprechend. Man wird veredelt, man wird veredelt. Man entwickelt alle guten Eigenschaften. Und die Bhagavad Gita spricht so viel von Eigenschaften. So, die Bhagavad Gita ist ja dafür da, um spirituell zu werden. Und dann mag man sich fragen, ja, warum muss man Eigenschaften entwickeln, warum werden die erwähnt? Ja, weil die spirituell sind, weil das Symptome Eigenschaften der Seele sind. Das heißt, wenn wir spirituell werden, selbstverwirklicht werden, entwickeln wir automatisch die guten Eigenschaften, die die Seele ja hat, wie Toleranz, wie Ausgeglichenheit, wie Zufriedenheit, wie Weisheit und alle Eigenschaften, die uns zu sehr guten Menschen auch machen. So, Moral ist da auch mit inbegriffen. Das heißt, ein spiritueller Mensch ist auch moralisch vollkommen situiert. Kann ein nicht spiritueller Mensch auch moralisch sein? Ja, er kann sozusagen die Moral imitieren, die ursprüngliche Moral imitieren, und aber sie basiert nicht auf den wirklich guten Werten, sondern ist einfach eher eine mentale Projektion. Und die Moral ist oftmals eher flackerhaft. So, heißt, man kann in der idealen Situation die moralisch sein, aber wenn es dann sozusagen zum Kern geht, wird die Moral oftmals aufgegeben. Also ist Moral in der Hinsicht dann nur ein Mittel zum Zweck für, ja, dass es mir gut geht, dass wir sozial miteinander leben, aber ist jetzt nicht wirklich der Sinn im Leben,
weil der Sinn im Leben für jemanden, der nicht eine spirituelle Sicht hat, einfach ja, Materialismus ist, weil es gibt ja für nichts anderes, so heißt das, einfach nur eine so gut wie mögliche materielle Situation zu schaffen. Im Kali Yuga, natürlich, wir sprechen von Moral, es ist teilweise ja auch, man sieht schon auch eine positive Entwicklung an manchen Punkten und das würden wir einfach, den Grund dafür sehen wir halt in der Hare Krishna Bewegung, in dem Goldenen Zeitalter, in Chaitanya Mahaprabhu, der eine parallel zu der eher ab, wie sagt man, degenerierenden Entwicklung in der Welt gibt es eben auch nicht parallel, aber zeitgleich eben auch eine aufsteigende Entwicklung, sodass manche Dinge, die den spirituellen Werten mehr entsprechen, auch sich auch mehr entwickeln. So, wir haben beides. Wir haben Dinge, die sich in der Gesellschaft, in der Zivilisation, Gesellschaft, im Individuum entwickeln, die gut sind aus vedischer Sicht, worüber wir uns freuen können. Und wir sehen, dass Kali Yuga oder das Goldene Zeitalter sich, wir sehen, dass sich mehr und mehr manifestiert. Aber wir sehen auch, dass Kali sehr präsent ist. Die Entwicklung des Kali auch sehr stark da ist, in Form von gutheißen unmoralischer Dinge. Im Namen von Liberalismus, im Namen von Aufgeklärtheit werden Dinge gut geheißen, die eigentlich moralisch verwerflich sind. Und auf der anderen Seite sehen wir gute Entwicklungen in, ja, in einer gewissen Bedachtheit mancher Menschen und naja, viel mehr als Vegetarismus fällt mir jetzt auch nicht an. Vegan, Vegetarismus, vielleicht mehr an Ökobewusstsein, das ist natürlich gut, das schafft Sattva-Guna. Ja. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Kriege, das Chaos, zum Beispiel diese Flüchtlingskrise, die wir gerade haben, wie sehen wir das? Sollen wir alle reinlassen? Sollen wir die alle nicht reinlassen? Natürlich, ein Land muss, man soll helfen, das ist ganz klar. Man kann auch nur so weit helfen, wie es möglich ist. Wie weit ist es möglich? Ja, das muss man halt herausfinden. Aber natürlich soll man helfen, wenn die Menschen wirklich in Not sind. Das ist klar. Da muss man an die Wurzel gehen. Warum flüchten die Menschen? Warum flüchten die Menschen aus Syrien? Ja, da ist einfach Krieg. Warum ist da Krieg? Ich würde sagen, da ist der Westen nicht unbeteiligt. So in der Hinsicht bekommen wir da unsere karmische Reaktion. Dadurch, dass wir schon der Westen so viele Jahrzehnte, Jahrhunderte in der Welt, die Welt ausbeutet, bekommen wir da die Reaktion. Auch in der EU, die ganze EU-Krise und wie lange wird die EU noch bestehen. Ja, das ist ja auch, die EU ist ja auch so ein künstliches, zusammengewürfeltes Ding. Na klar kann das nicht bestehen, da gibt es keine Einheit. Das sind zu viele Nationen mit unterschiedlichsten Interessen. Wie soll das auf Dauer gut gehen? Und noch dazu dient die EU oftmals nicht so sehr den Bürgern, sondern ihren eigenen institutionellen Interessen hier. So, die Hare Krishna Bewegung ist eine super spirituelle Bewegung und ist in der Hinsicht zu weit weg von dem Realzustand der Welt und deshalb ist unser direkter Beitrag momentan nicht so groß, denn das, was wir propagieren, kann von der Masse der Menschen praktisch gar nicht umgesetzt werden. Klar, wären wir präsenter in der Gesellschaft, hätten wir mehr Sprachrohre, wären wir mehr vertreten, hätten wir einen besseren Ruf. Ich denke, wir können viel mehr Einfluss haben in der Welt. Und wenn die Medien mehr uns berichten würden und Beiträge bringen aus vedischer Sicht und wenn das die Stimme der Hare Krishna-Bewegung mehr gehört werden würde, das wäre natürlich sehr gut und das könnte schon was ändern. Das könnte wirklich gut sein, aber mit leben halt in, denke ich, zu, ja, ist das säkularen Zeiten, da ist Religion, Spiritualität, will man da in dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr so an der Vorfront haben. Ja, ich meine, kann ich auch verstehen in einer Hinsicht, gleiches Recht für alle. Man will sich auch trennen von dem alten, ja, Christentum, Islam und so, sagt, das ist Privatsache. So, warum sollen wir da herausgenommen werden? Klar, wir würden sagen, weil wir Recht haben, ist ja klar, aber das da würden die Gesellschaft oder die Führer nicht so sehen, kann ich schon nachvollziehen. So, deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als auf uns allein gestellt, selbst das Beste aus dem schlechten Geschäft zu machen. Und das heißt einfach, mein Zuhause ist die Straße. Wir müssen rausgehen, mit den Leuten sprechen, Bücher verteilen,
Harina machen, uns zeigen, uns präsentieren, so gut es geht. Und je reiner wir selbst und fortgeschrittener wir selbst sind, desto mehr können wir die Herzen der Menschen berühren und wirklich zeigen, wir haben hier was anzubieten, was hilft, was besser ist als alles andere. Das ist Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeitsmission. Das ist keine normale Bewegung. Diese Bewegung ist ein großes Geheimnis. Und wer sie ernst nimmt, wird in kürzester Zeit wirklich erhoben und glücklich und gut sein. So, deshalb ist die Pflicht der Individuen der Hare Krishna Bewegung, so gut es geht, dieses Wissen zu verbreiten. Und deshalb wollte Srila Prabhupada, dass wir diese Bücher verteilen, dass wir hinausgehen und versuchen, den Menschen die Literatur zugänglich zu machen, weil da steht alles drin, was notwendig ist. Und Srila Prabhupadas Worte sind so mächtig, dass sie uns berühren und inspirieren, uns Krishna hinzugeben. Und das ist eigentlich der Punkt der ganzen Sache, dass wir verstehen, Krishna, die höchste Person, existiert und wir sollen uns ihm hingeben, indem wir seinen Anweisungen folgen und ihn akzeptieren, ihn nicht mehr ignorieren. Und auf einmal wird alles, wie sagt man, alles fließt, alles ist in Ordnung, alles wird gut. So können wir das beobachten. Bhakti, also der hingebungsvolle Dienst zu Krishna, hat auf der Anfangsstufe schon zwei grundsätzliche Eigenschaften. Eines, man wird frei von allen Problemen, von allen schlechten Dingen, vom Leid, und man wird alle guten Eigenschaften, alle guten Dinge stellen sich ein. So, das ist ein deppensicherer Prozess, um glücklich zu werden. Das ist so einfach. Wir müssen nur lernen, die positiven Aspekte des Krishna-Bewusstseins anzuwenden. So einfach mal Krishna in unser Leben nehmen und automatisch lösen wir uns dann auch von den unangenehmen Dingen, denen wir momentan so verfallen sind. Deshalb haben wir auch diese vier Prinzipien, die notwendig sind, um wirklich dieses höhere Bewusstsein zu erleben. Und aus dieser Sicht können wir dann wirklich beurteilen, was diese Welt so tut, was gut ist und was es schlecht ist. Und natürlich, da gibt es heutzutage so viel Propaganda über Dinge, die offensichtlich schlecht sind und die müssen als gut dargestellt werden. Das kann man durchschauen und sich dann nicht mehr so reinreiten lassen. Auch wenn wir, wenn wir das sagen, im Besonderen dann nicht gerade zur, ja, das wird nicht akzeptiert, das ist nicht political correct. Deshalb müssen wir mit starken Aussagen oder Überzeugungen, die wir haben, auch eher vorsichtig sein. Aber wenn man das rational und wohlwollend erklärt und nicht verdammt, dann kann das auch gehört werden. Zum Wohl der Individuen, die halt meinen, das ist gut, mich so zu verhalten, so zu kleiden, so zu leben. So ist einfach nur, weil es unsere Anattas, unsere schlechten Eigenschaften diktieren. So, wir feiern heutzutage die Sünde, sage ich da gerne. Ja. Wir feiern die Sünde, das Laster wird, wie sagt man, entwertet, also man will das nicht mehr bewerten, das Laster, moralisieren oder wie sagt man, die schlechte Moral von dem Laster wegnehmen. Besonders in sexuellen Dingen, da will man ja alles liberalisieren und frei machen, was natürlich verrückt ist, mit so einer Kraft der sexuellen Energie so zu spielen. Ja, das ist eigentlich eine der Hauptprobleme in der heutigen Gesellschaft. Und Gewalt, ja, das ist mir auch aufgefallen. Gewalt, niemand mag Gewalt, niemand mag gewalttätig sein, niemand mag Krieg. Aber das wird so verherrlicht, speziell in Filmen. Da gibt es Filme, die sind, jeder feiert ihn, sagt, wunderbarer Film, einen tollen Film gesehen. Und da hat man sich einfach nur abgeschlachtet und hat so dämonische Dinge gesehen, was Menschen tun, das wird da gefeiert. Früher war das eher so, ich meine, früher, es klingt immer so, früher war, aber dass die Filme, da gab es Gewalt, ja, aber meistens hat der Gute gewonnen und das war dann auch okay, die Gewalt wurde richtig angewandt und das war ja der Held. Aber heutzutage in den Filmen und in dieser ganzen Popkultur werden die Unhelden zu Helden. Man mag nicht mehr diesen klassischen Guten, der dann gewinnt oder ja, den Bösen tötet. Oftmals jetzt wird das umgedreht, beziehungsweise der Held hat auch schlechte Eigenschaften und ist lasterhaft und da wird etwas verherrlicht, was, oder Kriminelle werden verherrlicht. Ja, ich kann mich nur erinnern, da gab es diesen Film Natural Born Killers, glaube ich, hat er geheißen, in dem zwei Massenmörder verherrlicht wurden. Ja, der Film
verherrlicht ja, wenn die Protagonisten dann ja, dargestellt werden, Raum bekommen, sich auszudrücken und vielleicht am Ende auch gewinnen oder so. Ja, das so wird Gewalt, ja, und Gewalt gegen Unschuldige verherrlicht, gut geheißen. So, das spricht sehr tiefe, egoistische, dämonische Neigungen im Menschen eigentlich an. So denke ich manchmal, dass der Regisseur so kranke Ideen hat und die da ausdrückt in dem Film und das wird von vielen Menschen, das wird dann auch cool präsentiert, schön mit guten Schauspielern und gutes Bild und großes Budget und dann alle Menschen finden das auf einmal gut und so wird nur dieser Egoismus und diese dämonische Neigung mehr gefördert. Und das speziell mit Gewalt und Sex. Das sind so diese zwei Hauptbestandteile in den heutigen, in den Filmen, ja. Oder nicht immer, aber oftmals, ja. Gewalt und Sex, das muss immer da sein und das darf dann, ja, das so verherrlicht. Ja, und das fördert nicht gerade unsere Tugendhaftigkeit. Ja, das sehe ich halt alles als Ausdruck von Leere eigentlich. Weil diese Dinge, Gewalt, Sex, Angst, schaffen sofort Gefühle, sofort Erfahrungen, sofort ein Erlebnis. Und im spirituellen Leben hat man ja spirituelle Erfahrungen, positive Erfahrungen. Man muss ein bisschen für arbeiten. Es erfordert eine gewisse Disziplin. So, die Menschen wollen Erfahrungen, wollen Gefühle, Intensität. Und das bringt das schnell. Aber das ist wie eine Droge eigentlich. Drogen nimmt man und hat man sofort die Erfahrung, sofort den Kick, aber natürlich auch den sehr negativen Effekt. Und so haben diese tiefen animalistischen Verhaltensweisen und Empfindungen, die schlagen, die klingen sofort an, aber haben auch einen sehr negativen Effekt. Und das sind eben diese Dinge, ja, diese Gewalt, damit ist eben Angst verbunden, Macht verbunden, weil wenn ich Gewalt habe, gewaltig bin, gewalttätig bin gegen andere, ich habe Macht über andere, ich kann sie erniedrigen, ich kann sie beherrschen. Speziell wenn sie Angst haben, je mehr Angst sie haben, desto mehr genieße ich das. Das ist eine sehr dämonische Neigung. Aber so ticken manche Menschen, die genießen diese Macht über andere zu haben. Und da gab es mal das Experiment, da gab es sogar einen Film dazu, ich weiß nicht, wie der heißt, aber in dem man zwei Gruppen von Menschen in ein Gefängnis brachte. Und die einen haben die Wärter gespielt und die anderen Gefängnisinsassen. Und das sollte für eine längere Zeit gehen. Und am Anfang war es einfach ein Spiel, aber mit der Zeit nahmen wie sagt man, diese Experiment, wie sagt man, Laborratten, oder wie sagt man, zu denen, die das Experiment machen, die nahmen das sehr ernst und die Wärter genossen das, Macht über die Häftlinge zu haben. Und dann wurde das Experiment auch abgebrochen, weil es eskaliert ist. Weil das dann, ja, wie gesagt, eskaliert. So, der Mensch genießt es, Macht über andere zu haben. Und das wird in solchen Filmen propagiert. Auch in Sexualität, die Macht über andere. Speziell das männliche Prinzip ist eben das dominante Prinzip und das weibliche ist das dominierte. Und so genießt der Mann die Macht über die Frau. Und deshalb wird auch sehr viel sehr Erniedrigendes für Frauen gemacht, die halt vielleicht von der Lust so ergriffen sind und lassen sie es mit sich machen. Auch interessant, dass in den Zeiten des Feminismus, man meint ja, Frauen dürfen nicht mehr so behandelt werden, aber wenn es ums Geld geht, ist egal und so ist die Pornoindustrie so groß, sagt man heutzutage, also ist alles, da gibt es so viel und das wird nicht kritisiert, das wird nicht bestraft oder wie sagt man, verboten, obwohl das wirklich jeder weiß das oder man weiß, dass das sehr schlechte Effekte auf die Psyche hat, das nicht förderlich, so etwas zu sehen oder danach sowas machen zu wollen und all das, also diese entfesselte Sexualität für den schnellen Kick der Erfahrung führt eigentlich zur Unterminierung oder wie sagt man, Untergrabung unserer Tugendhaftigkeit, unserem Gutsein. Ja? So diese animalistischen, dämonischen Tendenzen werden da erweckt. Erweckt. So, wenn das Geld dabei ist, dann okay. Dann wird an der Ideologie nicht gefeilt. Aber an vielen anderen Dingen wird an der Ideologie sehr gefeilt. Und das ist eigentlich ziemlich, wie sagt man, heuchlerisch, ne? Sehr heuchlerisch. So, wir haben diese große Verantwortung und Pflicht, das so gut wie möglich klarzustellen, indem wir sprechen. Und auch wenn die Menschen manches nicht gern hören, manches, was wir sagen, das
ist halt nicht angenehm für die, für den Zeitgeist. Ne? Die Menschen haben so einen gewissen Zeitgeist und die Hare Krishna Bewegung hat halt eine eigentlich konservative Stimme, aber eine berechtigte Stimme und eine logische Stimme. Und an den Ergebnissen kann man es erkennen. Wo führt dieser zügellose Liberalismus hin? Führt in die Verwahrlosung. Ja? Und wo führt eine strikte und konservative und selbstsüchtigende Lebensweise, klingt ein bisschen hart, aber wo führt das hin? Das führt einfach zur Veredelung des Menschen, dass man wirklich das Beste aus sich rausholt. Also je strikter man ist, desto mehr wird man natürlich an Ergebnissen bekommen. So ist das in allen Disziplinen, wenn man strikt ist und diszipliniert ist, dann hat man auch ein gutes Ergebnis. Sport oder was auch immer, da kann man nicht einfach nur irgendwas machen, was man will. Zum Beispiel weiß man auch, dass ein paar Tage vor dem großen Spiel sollen die Sportler zum Beispiel keinen Sex haben, weil man weiß, ja, dann verlierst du ein bisschen Energie und Kraft. Ja, und das ist ein Prinzip in der vedischen Kultur. Brahmacharya, Enthaltsamkeit, gibt dir Kraft, gepaart mit einem gewissen Spirit- und Geisteszustand, dann hilft uns das, um gesund und ja, mental, psychologisch und physiologisch gesund zu leben. So, das sind eher materielle Dinge, sage ich mal, ja, ganz zu schweigen von unserer idealen, spirituellen oder von dem vollkommenen Gottesbild, das die Veden da präsentieren, ein absolutes oder ein absoluter, der uns vollkommen zufriedenstellen kann, weil Krishna heißt der Allattraktive und er ist auf alle anziehend und erfüllt all unsere Wünsche, diese inneren sehnsüchtigen Wünsche nach Liebe und Geborgenheit, Zufriedenheit, die werden mit Krishna, mit Gott vollkommen erfüllt. Und dafür müssen wir uns eben abwenden von dem Materialismus, der Perversion, von dieser animalistischen Denk- und Lebensweise. Und einfach unser Bewusstsein, unser Leben auf Krishna richten. Und das funktioniert. Das ist der Beweis, sind diejenigen, die das leben und dadurch erleben. So, natürlich auf der intellektuellen Ebene können wir viele Gründe liefern und Argumente und was auch immer. Aber der Beweis ist letztendlich die Erfahrung und das ist nicht ein psychologisches Phänomen oder eine Einbildung, wie manche Atheisten vielleicht leicht behaupten möchten. Ja, das bildet man sich ein. Nein, damit wischt man die religiöse oder spirituelle Erfahrung zu leicht vom Tisch. Und ja, wie gesagt, die Erfahrung ist der Beweis für die Wahrheit und dadurch auch die Entwicklung einer wirklichen Menschlichkeit. Hare Krishna.